Einen wundervollen Morgen, Mittag oder wir machen weiter bei Let's Play Max Payne 2, dem inzwischen fünften Part. Und ja, beim letzten Mal waren wir ein wenig ratlos, wo es hier weiterging. Ich bin der Meinung, ich habe den Weg, nachdem ich mein letztes Let's Play natürlich nochmal nicht auf YouTube angesehen habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, wir haben etwas übersehen und müssen jetzt einfach nur unseren Instinkten folgen, unseren niederen. Das ist gleichbedeutend mit, wir waren zu blöd, 3 Meter geradeaus zu gehen, haben nicht drauf geachtet, wo wir lang müssen und ja, das hat dann zu dieser Situation geführt. Nun. Einmal speichern. Frage ist nur noch mal, wie wir da hinkommen. Den Weg habe ich mir selbstverständlich nicht gemerkt. Aber es sollte jetzt nicht mehr allzu schwierig sein. Den Pfad aus Blut... Oh! Seht da mal, wir finden hier doch noch mal was Neues. Dann hat sich das doch einiger... Da sind jetzt nicht ernsthaft wieder irgendwelche Kerle, oder? Ah, hier sieht's aus wie bei Hempels unterm Sofa. Ich frage mich auch, warum man immer die arme Familie Hempel damit reinzieht. Das sind bestimmt gute, anständige Leute. Und denen wird immer unterstellt, dass es unter ihrem Sofa nicht ordentlich aussieht. Fragt mich auch, woher der Spruch tatsächlich kommt. Also bei manchen Sachen weiß man ja, dass es teilweise Werbesprüche waren, die sich einfach in den Sprachgebrauch irgendwann etabliert haben. Aber Hempels unterm Sofa ist halt kein Werbespruch. Ich glaube, das sollte man mal googeln. Mich interessiert es einfach. So. So. Nochmal F5en. Ich glaube, so langsam nähern wir uns dem Punkt, wo wir richtig waren. Jawohl. Nochmal F5en. Ja, danke Max, dass du die Tür wieder zugemacht hast. So, nochmal F5en. Wir wollen ja kein Risiko eingehen. Ja, das ist natürlich... Gut. Da waren wir offensichtlich falsch. Wir sind noch einen Stockwerk zu niedrig. So. Jetzt dürften wir richtig sein. Naja, fast. Also wir sind auf der richtigen... auf dem richtigen Weg. Genau. Und hier, das hatte ich beim letzten Mal nicht gerafft. Obwohl es so offensichtlich ist. Manchmal, ne? Ihr wisst, geistige Umnachtung und so. Hier ist niemand. Hier ist nichts. Bloß Abfall. Und ein Stuhl. Wir wissen ja alle, wie sehr Gegner es in Max Payne lieben, um die Ecke zu stehen. The cleaners had shed their skins. This was their turf. No need for disguises anymore. Aha. Also die Cleaner brauchen sich hier nicht umzuziehen. Das heißt, wir sehen gleich Cleaner ohne... Sehen wir nackte Männer? Ich bin mir nicht sicher, ob wir nackte Männer sehen wollen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Max... Was repeat? Was repeat? Kotz dich aus, Junge! Dann halt nicht! Ich habe zweimal freundlich gefragt. Selber schuld. So, einen Painkiller können wir riskieren. Und, Killer.
Okay. Schade, ich dachte, es bringt vielleicht was. Was? Wie kannst du das denn über... Wie können zwei von denen das denn überlebt haben? Das gibt's ja nicht. Hör mal, ihr kriegt gleich eine Kopfnuss. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ey, da haben die wieder hier am Zaubertrank genascht. Die Schweine. So, Freund. So. Hat sich ausgenascht für euch. Hat sich ausgenascht für euch. Kollege Schnür, Kollegen Schnürschuh und Söhne. Ja. Die Knilche. Das sieht mir aus, als ob da was explodieren würde. Speichern einmal. Ein bisschen vorsichtig auf die... Wir werfen einfach eine Granate. Das war seltsam. Dann explodieren die halt nicht. Gut. Like always, the dead had all the answers I was missing. It wasn't that they weren't eager to talk. Quite the contrary. The dead had plenty to say. And once they started, they would never shut up. Their words would keep you awake at night. The bodies, all the evidence of all the murders the cleaners had done. All the answers. It would take days to dig through it. Mona, I know this sounds crazy, but I need you to go and call the cops. My numbers, I need them here. So call me Maxie. You're right. You are crazy. I'm a fugitive, Max. I just escaped from custody. I wouldn't ask if it wasn't this. Go to hell, Max. Mona? Damn. Chapter 3, blowing up. Oh. Hey, there he is! We got him! We got him! No! Stop! The room's full of explosives! Stop shooting! Oh, shit. Das seid ihr aber auch selber schuld. Warum ballert ihr denn hier rum, ihr Idioten? Das gibt's ja nicht. Max. Anzeige ist raus. Was? Stör mich nicht. Ich bin beschäftigt. The building's blowing up. That's what's going on. ja. Okay, kommt jetzt hier wieder so eine Escape-Sequenz, wie in Max Payne 1. Dann einmal speichern. Das ist mein Name. Tag und nachts und abends mit Beleuchtung. Wenn ich hier nicht an dem blöden Stein hängen bleiben würde, würde ich auch vorwärts kommen. Ah ja. Speichern. Oh, Sprungsequenz. Speichern. Spider-Max, Spider-Max. Nein! Manchmal bin ich zu blöd, 2 Meter geradeaus zu laufen. Ein exemplarisches Beispiel habt ihr vor wenigen Sekunden gerade gesehen. So, nochmal speichern. Ich brauche einen Mama-Baraka-Button. Die sagt, nochmal sagen. Und dann ersetzt man das mit künstlich, mit KI. Und nochmal speichern? Ja, nochmal speichern. Nochmal speichern, Mama. Genau. Speicher nochmal. Ave Satans. Heil Baphones. Novus Ordo. Die gute alte Stinktier-Mama. Speichern. Da geht's nicht weiter. Da geht's auch nicht weiter.
Okay. Offensichtlich geht's hier doch weiter. Hör auf zu schießen, du Affe! Bist du denn des Wahnsinns? Du hast ja wohl nicht mehr alle. Ballerst hier rum wie so ein Irrer. Ja. Gut. Wir speichern nochmal. Schaden kann es ja nicht. Hat es gereicht? Nee, natürlich nicht. Jetzt reicht's aber. Oh, keine Ingrams mehr. War das eine... War hier eine Kiste mit Painkillern? Habe ich gerade eine Kiste mit Painkillern hier runtergeschossen? Jawohl. Painkiller. Einfach wundervoll. Und ich glaube, das sieht mir fast aus wie... dahin platziert, um da runterzufallen. Ja, und nicht zu nah dran zu stehen, wenn es explodiert. Ihr erinnert euch daran, was ich gesagt habe mit dem Speichern, dass man das regelmäßig tun sollte und dass man das manchmal vergisst. Das war auch ein exemplarisches Beispiel dafür, wie man es nicht macht. Ich bin auch ultra schlecht darin, Finanztipps zu geben. So, wir speichern nochmal. Ja, du aber auch nicht, mein Freund. So. Das hat alles wunderbar funktioniert. Bis auf das Einsammeln von den Painkillern. Das war irgendwie gerade nicht so exemplarisch, nicht so toll. Vielleicht können wir die Dinger einfach... Moment. Wir fünfmal gerade. Verdammten Arschlöcher! Die haben ja riesige Bomben hier reingeschmast. So. Ja, ja. Es gab ein großes Feuerwerk. Hielt man für Cleaner aus dem All. Drum schickte Max einen Feldmarschall. Ich weiß, das kommt gar nicht im Originalsong vor. Darum singen wir jetzt im Chor. Von 99 mal zwischenspeichern. Und schnell laden. Und gezimmerten Särgen. Also, das sind doch Särge, oder? Sieht sehr danach aus. Hätte natürlich auch sein, dass ich mich täusche. Was? Wo bist du denn? Warum schreist du denn so? Was ist los mit dir? Beruhig dich mal. Gut, da es da schon brennt, gehe ich mal auf Nummer sicher. Speichern.
Ach du Kacke. Boah, das ist aber auch gefährlich. Max, was? What's happening? Ja, was glaubst du denn, was passiert? Ich kann jetzt nicht. Ach du Scheiße, jetzt ist das hier wirklich so eine Passage wie in Max Payne 1. Huh. Au! Ah. Hör mal, ich kann morgen nicht arbeiten. Komm, ich schau nicht im Rücken. Au! Oh, jetzt habe ich es auch noch im Kopf. Mona. I didn't know what Mona wanted. If it was the same thing I was after. To kill those who were trying to kill her. The bullet, real or imagined, lodged in her head, routing her synapses, driving her on. She had arrived to the site while I was inside the condemned building. I don't know what went on with her. Max, I'm at the site. Where are you? Ich habe doch gesagt, ich habe es schwer im Rücken, Mäuschen. Ach Mensch, ne, das tut halt weh. Ja, habe ich doch gesagt, ich habe noch einen Termin beim Rückendoktor.